Der IPSS-Wert beim Prostatakarzinom. Der IPSS-Wert, der International Prostate Symptom Score, wurde 1992 in Amerika entwickelt, um einen Score zu haben, um bei einer benignen Prostatahyperplasie festlegen zu können, wie groß die Obstruktionserscheinungen bei den Patienten sind und danach gegebenenfalls bei höheren Werten eine Therapie einleiten zu können. Dieser Score besteht aus 7 Fragen an den Patienten, die bezüglich Wasser lassen, wie oft er nachts raus muss, Werte zwischen 0 und 5 erheben bei 7 Fragen. Das heißt, 0 heißt keine Symptome, 5 Punkte heißt sehr oft starke Symptome, sodass man in der Summe daraus einen Score bilden kann zwischen 0 und 35. Hat der Score einen Wert von 0 bis 8, sagt man, der Patient hat eine milde Symptomatik. Und meistens fangen die Urologen bei einem Wert von 7 vielleicht an, das zu therapieren. Bei einem Wert von 8 bis 19 liegt eine mittlere Symptomatik vor, bei 20 bis 35 eine schwere Symptomatik bezüglich der Obstruktion. Für mich als Strahlentherapeut ist dieser Score sehr gut zur Stratifizierung, welche Therapie ich dem Patienten anbieten kann. Denn bei einer höheren Obstruktion, wir nehmen einen Cut-Off von 15. Alles, was drüber ist, würde ich einem Patienten keine LDR- oder HDR-Brachytherapie mehr anbieten, weil einfach die Gefahr ist, wenn ich in der Prostata innerhalb von kurzer Zeit eine sehr hohe Dosis gebe, dass dann diese Obstruktionsbeschwerden vermehrt werden, der Patient einen Katheter braucht. Und deshalb würde ich dann eher eine perkutane Bestrahlung bevorzugen. Wir benutzen diesen Score aber auch außerdem in der Strahlentherapie zur Verlaufskontrolle. Das heißt, wenn ein Patient, egal welche Strahlentherapie bekommen hat, und er kommt zu uns zur regelmäßigen Nachsorge, erhebe ich diesen Wert und kann vergleichen, wie war der Wert vor der Bestrahlung, am Ende der Bestrahlung und im Verlauf der 5 Jahre Nachsorge, um entsprechend darauf reagieren zu können.